Ja, wir sind jetzt hier am Dante-Bad angekommen, weil wir heute ein letztes Mal zum Schwimmen gehen, weil ab Montagabends wird das Dante-Bad angeblich nicht mehr geheizt. Und jetzt gehe ich noch mal rein, schwimme noch ein bisschen. Ich frage dann vielleicht noch ein paar Mitarbeiter, ob das wirklich so ist, aber dann gibt es halt einfach kein warmes Wasser mehr. Wir schauen jetzt ins Dante-Bad rein und frage dann mal, was Sache ist. Was macht ihr hier? Hallo, ich will gerade ins Dante-Bad gehen. Was macht ihr hier? Ja, wir stehen hier und sagen den Leuten Bescheid, dass das Winterfreibad ja nicht geöffnet wird und wir gerne möchten, dass es geöffnet wird und dass man an die SWM sich wenden kann, um mal was zu schreiben. Aber die sagen doch, dass alles zu teuer ist, die können sich nicht mehr leisten. Ja, das stellen wir eben in Frage und wir als Schwimmer haben nur eine kleine Lobby. Aber das Dante-Bad wird doch nicht mit Strom betrieben, oder? Ja, soweit meine Information ist, mit Geothermie und mit Abwärme des SWM-Werks wird es betrieben. Man braucht ein bisschen Strom für ringsherum, für die Lichter und so weiter. Geht ja auch um die Mitarbeiter. Die müssen ja auch irgendwie wieder sehen, wo sie bleiben, ein halbes Jahr. Also, und wir sind alle Schwimmer, wir gehen hier schon regelmäßig her, seit zig Jahren. Und wir hätten gerne, dass das Winterfreibad mit irgendeinem Kompromiss, dass vielleicht nur das Schwimmerbecken geöffnet wird und das Planschbecken, was extrem heiß ist, vielleicht einfach geschlossen bleibt. Aber das macht nichts. Ich denke auch, man sollte es eigentlich offen halten, weil das ist für die Bürger da und die Bürger zahlen das ja alles. Richtig, genau. Und Ihr Tipp ist jetzt schauen wir da runter, man sollte an die SWM, an die Privatkunden. Service. Privatkundenservice, also wer auch nicht damit einverstanden ist, kann ruhig mal seine Meinung kundtun. Vielleicht kann man noch was ändern, weil ich denke, je mehr Leute da sich melden, umso mehr sind sie am Überlegen, ob sie noch was machen. Viel hilft viel. Viel hilft viel. Alles klar, dann vielen Dank und ich gehe jetzt, zum Schwimmen rein. Servus, viel Spaß. Servus. Ja, wo kommen Sie her? Waren Sie am Eisbach? Ja, es fühlt sich fast so an, hier aus der aus dem großen Schwimmbecken. Ach, wusste gar nicht, dass sowas geht und dann haben Sie sozusagen nicht gefroren. Ne, so ist wunderbar. Ist das ein dicker oder ein kleiner Anzug? Das ist jetzt ein dickerer Anzug, ein Surfanzug. Das wäre natürlich ein Gag, wenn man das vorne am Schalter auch ausleihen könnte, weil es gibt ja doch viele, die bei diesen 20 Grad nicht mehr schwimmen wollen. Ja, das wäre gut. Oder es muss sich jetzt jeder einen neuen Anzug kaufen. Und das wird die Stadt hoffentlich dann subventionieren. Ja, und wie finden Sie das, dass Sie hier einfach schließen so und sagen Energieknappheit, obwohl hier das natürlich mit Thermalenergie hier alles versorgt wird? Wie finden Sie das? Ja, das ist richtig bedauerlich, ist richtig schlimm. Ich hoffe, dass da nochmal eine neue Entscheidung getroffen wird und das erlaubt wird. Dann vielen Dank, dann schauen wir jetzt nochmal raus. Ich wollte mich selber gerade schwimmen, aber im Fuß mal reingetan und da muss ich halt überlegen, ob ich es wirklich riskiere. Vielen Dank. Ja. Ja, heute ist der vorletzte Tag. Heute haben wir Sonntag, 15 Uhr circa. Und ab Montagabends wird angeblich das Bad komplett geschlossen, weil es zu viel Energie kostet. Und die Außentemperatur ist 18 Grad. Schauen wir mal, ob das Wasser kälter ist wie diese 18 Grad Außentemperatur.